das finde ich klasse. Dass ganz zum Schluss, wenn der Spalier steht, die Frau.
Dann kommt die Rettung, trägt die Maske nach hinten. Da sehe ich, dass sie ihre Zahnbürste vergessen hat. Das geht natürlich auch nicht. Ich muss ihr die Zahnbürste bis ins Rettungsauto nachtragen, weil man muss ja immer klar sein. Soll man bei Familienfeiern seine Hand mit seiner Hand auf der Torte sein, würde ich jetzt einmal übernehmen. Haut ein schlauer, gut aussehender oder einen selbstständigen Kommentar. So frage ich euch zunächst, ich beginne beim Bräutigam Matthias. Ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Braut Claudia den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Willst du deine Frau lieben und achten und ihr die Treue halten alle Tage ihres Lebens? Ja. Ich frage auch die Braut, liebe Claudia, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deinem Bräutigam Matthias den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Willst du deinen Mann lieben und achten und ihm die Treue halten alle Tage seines Lebens? Ja. Frage euch beide, seid ihr beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken will, und sie im Geiste Christi und seiner Kirche zu erziehen? Ja. Zweite gemeinsame Frage, seid ihr beide bereit, als christliche Eheleute mit Verantwortung der Kirche und in der Welt für andere Menschen zu übernehmen? Ja. Claudia, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten wie in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthias, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen. In Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Wie ein Fluss ohne Bett, wie ein Meer ohne Schwein, wie ein Tisch ohne Bein, wie ein Lied ohne Reim, wie ein Herz ohne Schlag, wie ein Jahr ohne Tag, wie ein Tag ohne Licht, so bin ich ohne dich. Keine Sekunde mit dir will ich missen. Wer braucht schon einen Mund ohne jemand zum Küssen? Keine Sekunde mit dir will ich missen. Wer braucht schon einen Mund ohne jemand zum Küssen? So bin ich wie ein Wort. Ich den Ehepunkt, den ihr soeben beschlossen habt, euch die Beistände, euch alle, die ihr da seid, nämlich zu Zeugen dieses heiligen Bundes, möge Gott geben, das, was er verbunden hat, der Mensch nicht trennt. Halleluja, jetzt kommt's Bus. Die ganze Zeit. Danke. Sie ist so blau. Ja.
dich nur mehr in Claudias Spezialbereich. Jetzt wischt er endlich nur mehr in Claudias Spezialbereich. Denkt daran, wir werden euch gerne anfeuern und immer zur Seite stehen, wie es auch unsere Eltern, eure Omis und Opis bei uns gemacht haben. Alles, alles Gute. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir wünschen euch von ganzem Herzen viel Spaß beim Gelingen und viele, viele wunderbare Ehejahre. Danke. Erstens einmal möchten wir uns bei euch allen bedanken, dass ihr gekommen seid. Wir haben rekordverdächtig wenig Absagen gehabt. Also es ist wirklich auch zu Corona-Zeiten, es sind fast alle gekommen. Wir haben nur ein paar Ausfälle verkraften müssen. Also vielen Dank, dass ihr alle da seid, mit uns diesen wunderschönen Tag feiert.